Jule Polanski und Cornelia Bauer entdecken auf ihrer Streifenfahrt ein lichterloh brennendes Ölfass. Die Beamtinnen greifen sofort ein. Hast du einen Feuerlöscher? Ja, ich guck. Hallo! Ich glaube, den braucht man nicht mehr. Hab ich aber. Schönen guten Tag. Was Hi. Ist denn hier ich los? Ich habe keine Ahnung. Ich habe das auch gerade nur von innen drin gesehen und bin sofort raus. Sie wohnen hier, ja? Ja, ja, ich wohne hier und habe dann das Feuer gesehen und ich habe gedacht, das kann ich. Die Tonne ist von Ihnen, oder? Nee. Oh. Was ist da drin? Puppen sind da. Nicht, dass sie sich verbrennen. Ja, da sind Puppen drin. Moment, oh mein Gott, Handschuhe. Das ist eine. Das ist eine ich guck mal von eben. Von meiner Frau, Lotte. Oh Gott, die wird durchdrehen. Oh mein Gott. Da sind auch also mehrere die Puppen drin, kennen ne? Sie auf jeden ja, Fall schon mal. Eine davon habe ich wieder erkannt. Also da liegen eins, zwei, drei. Das hat richtig aus oder brauchen wir jetzt noch? Boah, das stinkt auf jeden Fall so ekelhaft nach verbrannten Ich ruf die auf jeden Fall mal an. Ja. Die ist nämlich einkaufen. Für die Beamtinnen ist es lediglich brennendes Plastik. Für die Besitzerin ist hier ihr wertvollster Besitz in Flammen aufgegangen. Okay, bis dann. Was heißt das denn, Puppen von Ihrer Frau? Ja, sie hat eine Sammelleidenschaften. Sie sammelt Puppen. Okay. Ja. Schon seit vielen Jahren mit ihrer Freundin zusammen. Und ja, okay. Oh Gott, die das wird sind jetzt Puppen von Ihrer Frau. Ja, ich gehe davon aus. Ja, eine davon erkenne ich. Oder können genau. Das auch die Puppen der Freundin an ihrer Frau sein? Oder? Ich habe keine Ahnung. Das wissen Sie jetzt nicht so genau. Okay. Nee, wo sind die denn sonst gelagert? Wir haben, also die haben so einen Raum zusammen, wo die Puppen dann lagern. Ja. Und ja, der ist dann sauber auch getrennt voneinander, weil sie haben sich mal in der Vergangenheit gestritten. Okay. Aber. Also das dauert schon länger mit der Sammelleidenschaft. Ja, ja, das geht schon länger. Das ist eigentlich auch ein bisschen nervig auch für uns, ne, weil das alles ein bisschen. Okay. Aber die Tonne an sich haben Sie auch noch nie gesehen oder ist sie von Ihrem Grundstück? Nee, die habe ich noch nie gesehen, keine Ahnung. Wie gesagt, ich. Weil ich verstehe auch nicht so richtig. Ich glaube, da kommt wer. Ich glaube, wir brauchen schon, noch ein bisschen. Vielleicht kommen wir gleich noch ein bisschen Wasser oder sowas. Mhm. Was ist da los? So, guten Tag. Die Polizei ist da. Hallo, reißen Sie sich mal zusammen. Jetzt. Guck dir das an, was soll das? Also hier rumgerissen wird gar nicht. Mal, jetzt gehen Sie mal hier von der Straße runter und dann sagen Sie mir, wer hier was ist. Ja? Ich hab das gesehen gerade. Es ist. Oh mein Gott, ich glaube, das sind doch deine Puppen, oder? Ja. Gehen Sie mal rauf hier, das ist mir alles zu gefährlich. Also Sie sind die Ehefrau, ja? Das ist aber eine von meiner. Wie, das ist eine von deiner? Oh mein Gott. Also das ist jetzt Ihre Ehefrau. Ja, das ist genau. Ja? Genau. Okay. Sie erkennen jetzt auch eine Puppe von sich, da? Ja, ich, wir sind Nachbarn. Das sind auch meine Puppen. Meine Puppen sind einfach verbrannt. Das kann doch nicht wahr sein. Ich hab das gerade gelöscht. Legen Sie sich mal ab. Er hat ja gelöscht. Wir wissen überhaupt nicht, wo die herkommen. Können wir mal reingehen? Wo sind die denn sonst? Warum hast du überhaupt Brandlöcher? Ja, ich habe das gerade gelöscht. Deswegen kam das da zustande. Da steckst du doch dahinter. Dann zeigen Sie uns doch mal einfach den Raum, wo die waren. Ist das er? Bist du das? Nein, natürlich nicht. Ich kann mir ab das mal auf jeden Fall gehen wir jetzt bitte mal kurz rein. Das Wetter ist schlecht. Ich will gerne wissen, wo die Puppen waren, bevor wir uns hier tot diskutieren. Im Inneren des Hauses wird jedoch klar, dass nicht nur eine Handvoll Puppen dem Feuer zum Opfer gefallen sind. Das gesamte Inventar des Hobbyraumes ist verschwunden. Oh mein Gott. Was ist los? Oh mein Gott. Oh. Also Puppen sehe ich hier keine. Haben Sie sich das schön aufgeteilt hier? Hälfte, Hälfte? Ja, das ist ganz schlecht. Meine Seite oder Ihre Meine Seite hier. Ja, also von... Und wie lange sind Sie denn schon zu Hause? Fangen wir mal so an. Ich bin vor 15 Minuten nach Hause gekommen. Alles. Okay, also Sie haben niemanden im Haus bemerkt? Hallo, irgendjemand Fremdes auf der Straße? Nein, niemand. Hallo, was ist denn hier los? Wer sind denn die Puppen sind draußen da. Hallo, was ist denn weg? Die Puppen sind weg. Die Puppen sind weg. Was das ist jetzt Ihr Mann, ja? Ich bin Ihr Mann, ja. Okay. Aber warte mal, Sie sind ein Pärchen. Guck mal. Ich komme mir jetzt gerade auch nicht auf klar. Gehen Sie mal darüber. Du hast Brandlöcher und du auch. Das ist von der Arbeit. Ich komme gerade von der Arbeit. Du weißt, das ist eine Chemie am Arbeiten. Da passiert immer sowas. Okay. Es wäre doch mit ganz recht gewesen, wenn alle Puppen weg sind, oder? Ja. Okay. Also was ist denn mit der Tür? Hast du das schon geklärt? War die verschlossen? Nein. Ist die sonst verschlossen, zugeschlossen? Ja, die ist zugeschlossen. Aber die war gerade eben nicht verschlossen, haben einfach auch offen. Da sind auch keine Aufbruchsspuren dran. Die war auch gerade offen, wo wir gekommen sind, war die offen. Ne? Also ich habe meinen Schlüssel hier. Ich auch. Moment. Okay. Aber beide Schlüssel sind da. Der Kellerschlüssel fehlt. Der Kellerschlüssel fehlt. Ja. Weißt du, wer das war? Dein Sohn Oliver. Was wer soll das sonst gewesen sein? Denn die beiden ist doch nicht wahr. Kann es doch nur Oliver gewesen sein. Wer ist Oliver? Wer soll das denn sonst gewesen sein?
jetzt mal im Ernst. Unser gemeinsames Sohn. Alle meine beruhigen Sie sich jetzt mal. Sonst kommen wir hier nicht weiter. Also Oliver ist unser gemeinsamer Sohn. Ich kann mir nicht vorstellen, dass unser Sohn sowas machen würde. Der wird sowas lieber zu machen, der ist gar nicht da. Wir haben ihn auch heute, wir haben ihn in der Stadt, wir haben ihn heute auch noch gar nicht gesehen. Der kann es gar nicht machen. Ich habe noch eine Frage. So viele Puppen waren da oben ja jetzt nicht drin. Also, ja, das stimmt. Nee. Ich weiß jetzt nicht, was da schon zusammengeschmolzen ist. Genau. Wie viele Puppen haben Sie denn ungefähr? Also ich hatte hier an 92 Stück stehen. 92 Stück haben Sie. Und Sie 92. Waren wahrscheinlich auch so viele ungefähr. Ja, ja, ein bisschen weniger. Mehr vielleicht. Du hast weniger gehabt. Warum kommen Sie auf den Sohn? Warum, genau, was ist denn mit diesem Puppen überhaupt? Also, der Einzige ist, der halt an den Schlüssel kommt. Und warum haben Sie jetzt erstmal Ihre beiden Männer verdächtigt, also ja, erst Ihren Mann? Weil das nervt uns, diese Puppensammlerei immer. Jedes Mal, wenn ich von der Arbeit komme, nur Puppen. Ich kann die Puppen nicht mehr sehen. Ja, sollen wir oben mal gucken, was überhaupt in der Tonne noch jetzt drin ist? Oder ja, genau, schauen wir uns das mal an. Weil, also ich denke mal, 92 Barbie-Puppen waren das aber nicht. Die Beamtinnen sind überzeugt, dass in der Tonne nicht alle Puppen verbrannt sind. Als Jule Polanski und Cornelia Bauer den Tatort begutachten, taucht plötzlich der nächste Verdächtige auf. So, gucken Sie mal, also wir haben hier lediglich drei von Ihren Puppen. Also ich sag mal so, der Rest, ich weiß nicht, was da drunter ist, es sieht aber nur nach Holz aus. Und kann man die denn verkaufen? Bringen die denn was auf den Markt? Ja. Wer da kommt? Oh. Ja, wer kommt denn da? Oliver. Wer ist das? Der Oliver. Mein Sohnemann. Ich dachte, ihr Sohnemann. Ah, das ist sozusagen der Letzte, der hier noch fehlt. Wo warst du die ganze Zeit? Deine Mutter versucht dich die ganze Zeit schon anzurufen. In der Stadt war ich. So, hallo. In der Stadt, hallo. Wahnsinn. Ja. Wir haben hier ein kleines Puppenproblem. Ja. Wir sind die Streife gefahren, haben gesehen, die Tonne brennt und konnten feststellen, zum einen jetzt erstmal nur drei Puppen da drin. Mal unten im Kellerraum, der ist leer. Können Sie uns da was zu sagen, oder? Ich weiß, ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich war nicht da, also ich kann mir das nicht erklären. Sie können sich gar nichts erklären. Keine Sie waren doch nicht hier oder den ganzen Tag nicht. Nein. Ich werde mal die ganze Ausweise einsammeln, aber das haben wir auch noch nicht gemacht. Ich würde gerne mal von jedem einen Ausweis, genau, weil wir müssen ja hier auf jeden Fall einen Bericht dazu schreiben. Dazu brauche ich auf jeden Fall die Personalien von Ihnen allen. Dankeschön. Dankeschön. Bitte. Hegel. Dann sind Sie der Herr Hegel Junior, ja? Genau, richtig. Ich fange mal an zu schreiben. Ja. Hat der Herr Hegel denn da für ein Problem? Ja. Was ist denn mit Ihrer Tasche da? Was haben Sie denn in der Tasche da noch alles so drin, dass Sie hier so kramen müssen? Zeigen Sie mir die Kleinigkeiten mal. Würde ich gerne mal sehen. Sieht nach ein bisschen mehr als Kleinigkeiten aus. Oh. Oliver? Geld. Ja. Darf ich das mal? Wie kommst du an das Geld? Ja, wollte ich gerade auch sagen. So. Wo kommst du an das Geld? Von der Bank. Wie von der Bank? Ja. Haben Sie einen guten Job? Einfach so einen fetten Geldbündel in der Tasche. Zufällig sind auch noch die Puppen weg. Das ist echt ein Zufall. Also, Oliver, sag mir, dass du da nichts mit zu tun hast. Also, ich würde es jetzt mal grob überschlagen. Ungefähr 3.000 Euro. Ach, das ist ja ein Zufall. Ist das Ihr Auto? Ja. Können wir da mal reinschauen? Genau. Wo haben Sie den Autoschlüssel? Machen Sie mal auf da. Dann gucken wir mal. Ja, weil es fehlen ja auf jeden Fall noch Puppen. So eben. Ja, genau. Also, so viele haben nicht gebrannt. Hinten liegt was drin. Hier liegen auch. Ich hab hier. Ich hab auch hier. Ja, mach mal auf. Geht auf? Ja. Was ist das? Also ich würde mal sagen, können Sie einmal rumkommen, Frau Hegel und Frau Schiller? Erkennt jemand etwas wieder, was ihm gehört? Ja, das sind meine Puppen. Das sind die Hälfte meiner Puppen. Ich wusste, dass du es bist, aber ah, das ist schön. Das sind Ihre Puppen. Endlich wieder da. Sind von Ihnen auch Puppen dabei? Nee, nicht wirklich. Darf ich da mal gucken? Ja, na klar. Ja, zumindest sind meine wieder da. Okay. Ich bin so froh. Oliver? Guck dir an, wie schön die einfach aussehen. Alles gut. So, sind die Puppen? Weg. Wie weg? Ja. Hey, verstehe ich irgendwie nicht. Ja, da und verkauft. Warum hast du die verkauft? Verstehe ich irgendwie nicht. Das sind meine. Weil du dich nur noch um die Puppen kümmerst. Du machst die ganze Familie damit kaputt. Warum mache ich die Familie? Ich habe da nur ein Hobby. Ja, und damit machst du alles kaputt. Wir sind dir ganz egal. Ihr seid mir nicht egal. Die Frage ist doch hier, was wollten Sie denn mit den Puppen, wenn die hier drin sind? Warum sind die nicht verbrannt oder verkauft? Ja. Oder werden die noch verkauft? Sollen die noch verkauft werden? Ich wollte die irgendwann aber vor die Tür legen. Also Sie wollten das sozusagen als... Als wenn das jemand gestohlen hätte. Und damit das nicht so auffällt, dass nur die Puppen von Ihrer Mutter weg sind, haben Sie gedacht, die nehmen alle mit.
einfach so. Oder? Ja, so verstehe ich das Sinn. Jetzt. Ja, ja, das bringt, macht Sinn. Oder? Die Mutter verzichtet auf eine Anzeige gegen ihren eigenen Sohn. Dennoch haben die Beamtinnen Sorge, dass der Streit innerhalb der Familie erneut eskalieren könnte. Wir hoffen aber, dass es ruhig bleibt. Also noch mal wiederkommen wollen wir nicht, weil sie sich jetzt noch untereinander hier irgendwie streiten. Mhm. Ja? Das ist gut. Okay. Gut, dann sind wir weg. Dann noch einen schönen Tag. Vielen Dank. Gutes Gelingen. Ja, ciao. Ciao.